willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute am Samstag gedreht für euch. Somit habe ich für euch direkt am Sonntag ein neues Video. Und zwar habe ich einen sogenannten bunten Beauty- und Mischmasch-Haul für euch. Ich lege gerne, wenn ich kleinere Einkäufe mache, zum Beispiel in der Stadt. Heute in Stuttgart war bis 24 Uhr shoppen. Also ich drehe am Samstag. Das heißt, heute am 14. war bis 0 Uhr die Stadt offen. Ich war wirklich 4 Stunden alleine unterwegs. Mein Mann, der Marc, hatte überhaupt keinen Bock, in die Stadt zu gehen. Er hatte schon so den Hals voll, als ich ihn gefragt habe, ob er Lust hat, vielleicht mich zu begleiten. Erst hat er gesagt, weiß ich noch nicht. Aber als er dann gehört hat, das ist bis 0 Uhr offen, hat er gesagt, nein. Also dann habe ich entschlossen, gut, dann fuck off, dann bleib zu Hause, dann gehe ich halt alleine, kein Problem. Und ich habe, wie gesagt, ganz, ganz in Ruhe mir alles angucken können. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so Leute seid, die ganz gerne alleine einkaufen. Also ich finde irgendwie, wenn man alleine einkaufen geht, ist man sehr viel effizienter unterwegs. Man weiß genau, wo man hingeht. Ich habe übrigens heute diesen super Japanese-Style irgendwie mit dem Knödel. Also ich glaube, das werde ich öfter machen. Das ist so praktisch, Leute. Ihr habt die Haare aus dem Gesicht, ihr habt hier nicht so eine krasse Fülle. Übrigens, wenn ihr dieses Grunzen hört, das sind meine Chinchillas. und ich werde euch sehr, sehr gerne natürlich ein kleines Video hier anschließend anhängen, wie es meinen kleinen Chinchillas-Babys geht. Es geht ihnen unheimlich gut. Die sind so groß und so süß geworden. Und da hoffe ich, dass ihr echt Spaß dran habt. Das ist nämlich eine tolle Entwicklung. Ich war beim Primark, ich war beim DM, ich war nochmal beim DM, dann später, weil ich unbedingt was haben wollte. Ich habe nämlich ein Produkt von L'Oreal entdeckt, wo ich 6 DMs in Stuttgart abgeklappert habe, bis ich es bei mir in der Stadt gefunden habe, hier in meinem Dörfchen. Das war natürlich super ärgerlich. Mein Mann hat Flaschen bei den Chinchillas aufgefüllt. Ich sehe es gerade und die streiten sich gerade. Und ich habe hier eine so bunte Mischung an Sachen und ich werde die euch einfach zeigen. Möchtest du denn einfach öfters mich mal sehen oder mich kennenlernen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit ich praktisch immer für dich da sein kann, wenn ich praktisch online gehe, dass du praktisch siehst, dass Videos online gehen. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt in den Haul. So, ich habe bei Kiko eingekauft, bei Primark und so und ich habe alles in einer Tasche spazieren getragen. Deswegen habe ich ein Thumbnail mit dem Kiko-Haul gemacht, aber das ist im Prinzip, also ich werde euch die Items einzeln zeigen. Ich habe, wie gesagt, auch bei L'Oreal ganz, ganz tolle Produkte gefunden. Ich dachte, ich drehe durch, als ich sie gesehen habe, weil ich bin da wirklich da separat praktisch einige DMs abklappern gewesen. Und falls euch dieser Look, den ich jetzt habe, sehr, sehr gut gefällt, es ist ein Look, wo ich wirklich nur knapp zwei Pumpstöße, Mini-Pumpstöße Make-up genutzt habe. Und ich habe mir einen Glowy Sommer Bronze Goddess Look gezaubert. Den werdet ihr morgen online sehen, am Montag. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ich möchte Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag hochladen. Das habe ich jetzt mal die Woche geschafft. Ich finde, das ist, ich kriege jetzt einen Keks. Ich werde nicht immer lange Videos machen. Wie gesagt, jetzt gab es mal wieder ein paar Haul-Videos sozusagen. Ich habe auch noch einen Douglas, beziehungsweise doch einen Douglas-Haul habe ich noch. Den werdet ihr euch dann am Mittwoch hochladen, weil ich Douglas jetzt ein paar Sachen bestellt habe, weil ich hatte 15%, da hat sich das echt gelohnt. Zum Beispiel, ich habe diese Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills. Ich erwähne natürlich oder benutze jetzt auch in dem nächsten Video schon Produkte, die ihr noch nicht gesehen habt, wie ich die eingekauft habe. Aber ihr werdet auf jeden Fall informiert. Und jetzt würde ich sagen, ich nehme jetzt einfach Sachen aus der Tüte raus, die ich praktisch jetzt hier habe, weil ich will jetzt nicht in einer direkten Order gehen. Das erste, was ich hier habe, ist eine richtig coole, ich sage immer Safety Bag. Eine Safety Bag ist eine Tasche, die ihr aufklappen könnt und praktisch da könnt ihr euren Geldbeutel versenken und einmal umklappen. Ich wollte unbedingt so eine Tasche haben. Ich habe mir die jetzt in Khaki rausgelassen und zwar gab es die bei Primark. Die hat mal ursprünglich 8 Euro gekostet. Und ich war jetzt aber so klug und habe gewartet, bis es die im Angebot gab. Die ist richtig, richtig schön. Die ist so ganz, ganz easy. Ich finde sie auch recht gut verarbeitet. Ich wollte eigentlich bei der Glow, das hatte ich der Alida sogar schon gesagt, dass ich unbedingt so eine Safety-Tasche haben wollte, um mein Handy, meinen Schlüssel und sowas zu versenken. In Berlin zum Beispiel werde ich eigentlich nicht wirklich, also ihr habt eigentlich überall Tüten bekommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie vor, noch haufenweise Tüten mitzunehmen. Und da reicht die Tasche vollkommen aus und das ist jetzt auch für diese Location schon vollkommen cool.
Und wie gesagt, ich habe nur 3 € bezahlt, Leute. Deswegen habe ich auch gedacht, tue ich diesen Haul etwas vorladen, dass ihr das aktuell seht, weil vielleicht findet ihr die auch noch im Primark. Die ist richtig cool. Die gab es noch in einem Beige und einem Rosé, aber ich fand die jetzt in Khaki am wertigst aussehendsten. Dann habe ich bei Rossmann, da gab es das ist eigentlich immer ganz cool. Also manchmal gibt es da so kleine Proben. Und da war einmal hier so ein matter, wie heißt das? Ein matter Nail Polish von Rival de Loop, etwa ein Sebamed Shampoo und einmal Tempos. Ich habe mir das einfach mitgenommen, weil ich war eh beim Rossmann, weil ich dann Wasser geholt habe für die in der Stadt. Dann habe ich noch. Psst, 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 Ruhe. Dann habe ich mir bei Primark noch einen Make-up-Radierer geholt. Und zwar, oh, dieses Ringlicht macht mich wahnsinnig. Und zwar ist es dieses Wischertuch, weil es gibt ja diesen Original-Make-up-Radierer. Ich habe den bei Rossmann auch gesehen, aber 14,99. Leute, also das sehe ich nicht ein, muss ich sagen. Also ich muss sagen, 14,99 für so ein scheiß Handtuch, Entschuldigung. Nein, also, und ich kann euch sagen, dieses Handtuch ist der Shit, Leute. Ich liebe dieses, also ich habe es jetzt schon ausgepackt. Dieses Handtuch besteht aus so einem, Moment, ich lese es mal vor. Aus einem, weiß gar nicht, was das für ein komisches Material ist. Ich schau mal. Steht gar nichts drauf, doch, müsste aber eigentlich. Das ist ein Polyestertuch, das ist praktisch komplett Synthetik. Und das sind praktisch diese Tücher, die ihr nehmen könnt, um praktisch mit Wasser komplett euer Make-up runterzunehmen. Das von Primark kostet 2 € und ich werde ungefähr euch die Preise sagen, ja. Das kostet knapp 2 € beim Primark und das funktioniert wirklich super. Ich habe davon 2, weil eins lasse ich immer im Bad und eins lasse ich zum Beispiel auch so für meinen Mann, für die Hände zum Beispiel, weil da geht wirklich super, super krass der Dreck runter. Dann war ich war auch beim Sephora, aber Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, beim Sephora in Stuttgart, ey, da sah es aus wie Vorkriegszeit oder Nachkriegszeit, ganz furchtbar. Es waren alle Huda Beauty Lipglosse aufgerissen, die waren schon total, also total eklig. Also Leute, ganz ehrlich, wer benimmt sich so in der Öffentlichkeit? Das ist mir schon peinlich, wenn ich das sehe, dass, also die Lipgloss, also die Liquid Lipsticks waren aufgemacht und der ganze Liquid Lipstick war komplett drumrum geschmiert und so. Hey, die Leute, die Sache kostet 22 € und da vergeht mir echt die Lust zum Einkaufen. Und ich habe mir in der Stadt noch geschwind diese soften Reinigungstücher gekauft, weil ich wegen dem, ich also wenn ich weiß, dass ich unterwegs bin und ich zum Beispiel auch ein bisschen Make-up shoppe, ich mache das super gerne alleine, Leute. Also glaubt nicht, also mein Mann ist wirklich ein super, super Kerl, der geht immer, immer mit. Aber bei Make-up shoppen beziehungsweise beim 0-Uhr-Shopping, das war ihm persönlich echt zu viel. Meine Chinchillas grunzen immer noch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und wie gesagt, ich habe mir dann 2 Packungen genommen und habe halt zum Swatch-Abmachen halt die genutzt, weil sowieso, die gehen ja nie kaputt. Also das kann ich echt empfehlen. Das habe ich auch bei mir im Bad hängen. Das ist super so zum Runtermachen vom Make-up ohne irgendwas. Dann habe ich mir Cat Hair Wraps mitgenommen. Ich liebe die. Ich habe ja da oben eine ganze Kiste voll mit Haarbändchen oder sowas hier. Die liebe ich ja auch total, diese Katzenöhrchen. Hört ihr das? Das sind übrigens die Kinderchen. Chinchillas quietschen immer enorm laut, so wie gerade, wenn sie Durst haben und die Mutti wollen. Und da habe ich mir jetzt so ein Haarband mitgenommen. Da kann ich mir praktisch erstens mal entweder die Haare zurückmachen oder jetzt, wenn ich mein Make-up mache, packe ich das so auf. Also ich kann es jetzt nicht über den Kopf ziehen, sonst ist mein Make-up sonst da oben. Und dann kann man das so dran machen und dann hat man so süße Katzenöhrchen. Das Ding kostet übrigens auch nur 2 €. Die kaufe ich auch grundsätzlich nur beim Primark, weil da es irgendwie total süße Sachen gibt. Da gab es auch so süße Bettwäsche. Hört ihr sie? Die sind total süß. Mein Ringlicht steht praktisch genau frontal auf die Chinchilla-Stelle. Das heißt, dahinter leben die praktisch und deswegen ist es so laut. Dann war ich. Achso, dann habe ich mir noch bei Primark, und das kann ich euch echt empfehlen, das Zeug. Das hier ist ein Wild Pony und Ylang Ylang Raumspray. Das benutze ich nicht nur als Raumspray, sondern das gebe ich auch auf meine Bettwäsche. Das ist so eine Art Raumspray. Wäschespray irgendwie. Ich mache das auch auf die Couch, weil wir haben ja Hund und Katzen. Und zufällig passt das auch total zu meinem Oberteil. Das ist einfach ein Raumspray, was ihr praktisch auf Sachen draufsprüht und das riecht so angenehm. Und das kostet jetzt 4 €. Seht ihr den Preis drauf? Und habe mir jetzt einfach ein Backup gekauft, weil ich habe jetzt eine Flasche, da ist ganz wenig benutzt. Ich habe das jetzt schon eine Woche.
Die Babys schreien schon wieder. Heute ist echt ein bisschen crazy laut hier drin, weil es ist sehr, sehr dunkel schon. Und die Chinchillas reagieren und werden dann relativ fit. Da drehe ich eigentlich sonst nicht abends, aber ich wollte für euch unbedingt den Haul abdrehen. Und auf jeden Fall, das ist ein ganz tolles Raumspray, was ihr einfach so versprühen könnt. Es ist eigentlich so stark langanhaltend wie ein Parfum. Daher kann ich das echt nur empfehlen. Es gibt auch ganz verschiedene Richtungen, auch fruchtige Richtung, Grapefruit und so. Ich mochte eher so dieses Edelblümchenduft. Dann habe ich bei DM Sachen noch gekauft. Moment, nee. Ich war bei TK Maxx. TK Maxx ist ja so eine, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Ami-Dings, also so eine Ami-irgendwie Kette, wo ihr günstiger Markensachen bekommen könnt. Ich habe zum Beispiel auch NARS-Sachen gesehen. Ich habe in der Story von der Kisu, da habe ich auch schon die, das hat mir auch die Alida dann gesagt, dass praktisch dort auch Bäcker-Highlighter gegeben hat. Und zwar für 24 Euro, aber nur in sag ich mal, in einem Ton. Und da habe ich mir diesen Pinsel mitgenommen. Und zwar, das ist ein total feiner, da steht Powder Brush und der hat nur 3 Euro gekostet. Ich meine, der ist von Opulent Beauty, der ist jetzt so vom Gefühl her nicht schlecht, aber ich wollte einen etwas großflächigeren Highlighter-Pinsel. Und ich habe jetzt heute zum Beispiel komplett Opal. Ich habe Opal komplett schier über das ganze Gesicht gegeben. Aber ich muss sagen, das Make-up, das werdet ihr jetzt morgen bei dem Tutorial sehen, ist wirklich so langanhaltend gewesen. Ich bin jetzt 8 Stunden in der Stadt rumgelaufen. Ich sehe auch jetzt nicht stark ölig aus. Ich meine, ihr seht, es hat sich jetzt nur ein bisschen das Make-up hier auf der Nase abgetragen. Ich gucke mal, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Ich gucke mal, ob ihr das sehen könnt. Doch, hier seht ihr das? Das habe ich nur gemacht, weil ich mich halt gekratzt habe im Auto. Ansonsten hat sich das Make-up echt gut gehalten. Und auf jeden Fall habe ich diesen Pinsel mitgenommen, weil ich die Form ja ganz arg super fand. Also das ist so ein richtig toller Pinsel, wo ihr auch unter den Augen setten könnt oder halt eben Highlighter auftragen. Und er hat 3 Euro gekostet. Ich fand das total in Ordnung. Schaut, 3 Euro. Der vorige Preis stand jetzt nicht dran. Ich denke, das ist eine günstige Marke. Dann habe ich, es ist wie gesagt alles durcheinander, dann habe ich so eine kleine Alverde Lavendelseife bekommen. Die habe ich geschenkt bekommen vom DM. Und dann habe ich noch 2 weitere Farben der Color Boost Vinylicious mitgenommen. Ich habe ja den Woody Rosy. Den Woody, ich muss ab und zu mal wischen, sonst fokussiert die Scheiße nicht. Den Woody Rosy, das ist hier einmal der Nude is the new Cute. Das da. Ich versuche mal zu swatchen. Ich liebe diese Vinylicious. Ich habe jetzt auch in dem Tutorial einen anderen getragen. Ich habe jetzt mal nur für das Video jetzt ein Ding. Die sind super deckend und wirklich, wirklich toll und opaque. Ich liebe die. Die sind auch sehr, sehr gut für die Lippen. Ich mag die. Und habe dann nochmal eine Farbe mitgenommen. Und zwar, wie heißt die? Pink Interest. Das ist jetzt nicht so ganz so pink, sondern ich mag so, das ist so Nude Pink, was wirklich sehr tragbar ist. Also das ist jetzt nicht so ein ekliges Rosa oder so. Das tragt ihr einfach auf mit so einem Lip Liner in so einer Erdfarbe und dann sieht das echt, echt schick aus. Und dann, ich mache jetzt mal den Swatch kurz ab, weil sonst klebt meine Hand gleich fest. Und ich war auch bei Kiko und da gibt es eine monströs geile Aktion. Deswegen möchte ich auch unbedingt, dass ihr daran vielleicht teilhaben könnt, weil ich habe jetzt 2 Sachen gekauft bei DM. Ich habe 6 DMs abgekratzt. Leute, ich war voll verzweifelt, weil mich hat das so angenervt. Ich war in 6 DMs und in Herrgotts Namen, ich habe das einfach aufs Verrecken nicht gefunden. Ich mache euch jetzt gerade mal die Packung auf, weil sonst könnt ihr das ja natürlich nicht sehen. Und zwar hat L'Oréal Highlighter rausgebracht. Und ich muss sagen, bei Highlightern bin ich ja immer gleich, ja. Bei L'Oréal kaufe ich ja eigentlich nicht so viel. Ich mag ja die Lippenprodukte zum Beispiel gar nicht. Die hatten allerdings einen ganz tollen Blush, der heißt, ich glaube, Peach Addiction oder sowas. Der ist richtig cool. Und ich rede hier von den Crushed Foil Eyes. Ich hoffe, dass man die aufkriegt, so. Ich glaube, ja. Und zwar ist das ein Highlighter, und zwar in einem Goldton. Ich werde ihn auch versuchen, jetzt mal aufzutragen. Leute, ich habe geswatcht und ich bin fast ohnmächtig geworden. Das ist der Hammer gewesen. Also es gibt von Maybelline, ich blinke den mal hier ein, einen Highlighter, den soll's. Ich habe das bei Jolina Menon gesehen, dass der wohl jetzt im Mai irgendwie zu erhalten, also bei uns geben wird. Und zwar ist es der
dieser Molten Gold Highlighter, der ist auch so in einem metallischen Finish. Also jetzt ähnlich wie die Becker Highlighter, weil zum Beispiel der Becker Highlighter, wie ihr seht, das ist ja wirklich, der ist ja nass. Der ist einfach nur nass. Und den habe ich jetzt hier in zwei Farben gekauft, weil ich habe ursprünglich diesen hier nicht haben, diesen hier nicht haben wollen. Das ist der, die Farbe 020. Wie gesagt, das ist der Crushed Foil von L'Oreal. Ist ein ganz neuer Aufsteller, Leute. Seht ihr nochmal hier den Pen. Das ist die 020, das ist Gilded Gold. Und das ist die Farbe Rose Quartz. Und das ist so ein bisschen Richtung Opal. Und Leute, wenn ihr die Swatches seht, fallt ihr tot um. Also, die fühlen sich feucht an. Also, ich bin echt ohnmächtig geworden. Als ich den aufgetragen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist jetzt aber einer, wo ich sagen muss, wenn der jetzt mir als Highlighter zu dunkel wäre, würde ich den komplett übers ganze Lid tragen. Weil das, und dann habe ich diesen hier geswatcht und der ist halt so schön, Leute. Seht ihr diesen Swatch? Schaut mal. So, und jetzt gehe ich praktisch in meine Hand rein. Sind die nicht der Hammer? Also ich bin ja eigentlich echt nicht für L'Oreal. Also L'Oreal habe, ich weiß nicht, ich habe halt ganz wenig davon mittlerweile, weil ich bin da halt nicht mehr so excited, wenn ich L'Oreal sehe. Aber ich will den unbedingt mal auftragen, Leute. Und zwar nehme ich jetzt einfach so eine etwas festere Brush, weil es ja so eine cremige Textur ist. Und gebe das mal... Wow. Gibt es... Seht ihr das? Jetzt gebe ich es hier nochmal drüber. Der hat Baboom, ey. Also das ist so eine cremige Textur, Leute. Und da könnt ihr nochmal... Also der Highlighter ist enorm krass. Also wie gesagt, ich zeige es euch nochmal. Das sind diese Foils. Das sind praktisch, da steht Metallic Highlighter Illuminator. Wie gesagt, ich finde den unnormal schön. Also das, wie gesagt, ich kann euch nochmal die Farben zeigen. Das ist, wie gesagt, dieser Rose Quartz und die Farbe Gilded Gold. Ich finde ja vom Swatcher ist ja der Gilded Gold so ein richtig geiler, aber der Highlighter, also der Opal ist schon krass, aber die da, die waren allerdings nicht ganz so billig, die haben 9,99 gekostet, aber schaut sie euch doch gerne mal an. Wenn ihr mal so das ein oder andere Produkt von L'Oreal findet, also manchmal sind da ganz coole Sachen dabei. Maybelline hat halt in Amerika die halt schon rausgebracht, diese metallischen Highlighter. Und da waren die vom L'Oreal praktisch jetzt hier in Deutschland etwas schneller. Und jetzt kommen wir zu meinem Kiko-Haul. Und ich habe diese Woche in meiner E-Mail-Postkasten eine Nachricht bekommen. Und zwar war da folgendes, dass ihr halt zwei Produkte kauft. Und die zwei günstigeren, die ihr noch dazu gekauft habt, also vier Artikel, zwei kaufen, zwei umsonst, dass die zwei günstigeren davon für euch umsonst sind. Und weil ich ja schon so krass gestirrt habe auf die neue Summer Collection von Kiko, habe ich meine Freundin angeschrieben, die beim Kiko arbeitet, bei uns in Gerber, in der Stadt, und habe mir zwei, einen Highlighter, einen Blush und zwei Bronzer gekauft. Und zwar das erste, könnten wir mal bitte über die Verpackung sprechen. Das ist die Gold Waves, der Gold Waves Bronzer und zwar von der Sommerkollektion 2018. Ich zeige euch mal die Verpackung, das seht ihr so im Close-Up. Richtig geile Verpackung, richtig stylisch und mega, mega schön. Und ihr fallt um, also es ist wirklich ein toller Bronzer. Und zwar ist der super edel eingepackt. Seht ihr das? Also total geil. Und die Bronzer bei Kiko haben es mir schon länger angetan gehabt. Aber das Problem ist, in der letzten... Ich packe jetzt mal alles nebenher aus, während ich euch erzähle. Aber in der letzten LE war es halt so. Ich glaube, das war die Arctic Holiday. Das waren ja praktisch diese blaue Reihe, wo es so blaue Sachen gab. Ich habe jetzt zufällig den Lippenstift drauf. Das ist die 02 Rosetto. Habe ich halt keinen Bronzer mehr gekriegt. Und die Bronzer zum Beispiel im Winter sind sehr viel aschiger. Ich weiß nicht, eher so zum Konturieren. Und jetzt sind es halt ganz tolle, warme und vor allen Dingen Schimmerbronzer. Und wie gesagt, dieser Look, den ich ja jetzt gemacht habe, der ist ja auch zum Beispiel sehr, sehr viel mit Bronzern gemacht. Und ich zeige euch sehr, sehr, sehr gerne, wie die Verpackung aussieht. Kiko zum Beispiel ist ja cruelty-free. Sind so tolle Produkte dabei. Und Leute, schaut euch die Verpackung an.
Also, leider stört das Ringlicht euch ein bisschen. Also, es ist ja so eine, ich versuche es euch mal so zu zeigen, so eine richtig tolle, große, goldene Verpackung. Und hier habe ich den Bronzer. Ihr kriegt einen riesen Spiegel da drin. Und das ist der Sienna Reflection. Ich versuche es euch mal so zu zeigen, genau. Das ist der Sienna Reflection Bronzer. Der ist so buttrig, Leute. Der ist vom Farbton her, also ihr seht den hier, ist der dem, der riecht auch total nach Kokos, leicht nach Kokos. So ein wunderschöner matter Bronzer und ich habe den gesehen. Der kostet 22,95. Der ist jetzt nicht so ganz so billig, aber in der Aktion kostet der eigentlich, wenn ihr es genau nimmt, fast die Hälfte, weil ich ja noch einen Blush und einen Highlighter mitgenommen habe. Auf jeden Fall, das ist der ganz, ganz tolle Bronzer. Ich werde die auch in einem Neuheitenvideo für euch machen. Also da werde ich mal die Anastasia Beverly Hills Palette euch zeigen, diese Produkte zeigen. Und dann habe ich jetzt noch den Bronzer Mediterranea Tan. Das ist der dunklere von beiden. Und zwar ist das ein marmorierter Bronzer, würde ich sagen. Ja, der ist meines Erachtens einen ganzen Ticken dunkler, wie ihr seht. Und der ist so marmoriert und der ist auch wunderschön, Leute. Und wenn ihr wirklich die Farben vergleicht, also es gibt nochmal einen, der ist etwas heller, aber der würde bei mir halt gar nichts ausmachen, ja. Und der ist so, so schön. Der hat so, seht ihr das, diese kleinen marmorierten Dinger? Das ist praktisch so ein ganz leichter Schimmer. Das ist ein sehr warmer Bronzer, aber wie gesagt, ich benutze ja so im Sommer sehr viel Bronzer, also wirklich massiv viel Bronzer, weil ich einfach nicht so viel von starker Sonneneinstrahlung halte. Also Sonne ja, aber jetzt kontrolliert. Und Solarium bin ich jetzt eher sehr vorsichtig, weil Solarium ist halt immer auch ein bisschen gefährlich. Und das tue ich meiner Haut ehrlich gesagt nicht an, zumal ich hier ein Muttermal habe. Und da muss man echt aufpassen, nicht, dass es dann bösartig irgendwie in eine Richtung geht, weil man halt UV-Strahlen oder auf so künstliches Licht zugegriffen hat. Auf jeden Fall, das sind die zwei Bronzer. Ich zeige es euch nochmal im ultimativen Vergleich. Also das ist wie gesagt die 03 und die 02 und es gibt wie gesagt noch die 01. Aber schaut mal, das ist auch ein Riesenpen. So, wenn ihr das mal seht, das ist wirklich ein Rieseneimer, ja. Und es ist wirklich eine absolute Ergänzung zu eurer Kollektion. Also der Bronzer ist so wunderschön. Und die haben wirklich auch, sagen wir mal, für ganz dunkle Mädels, also die wirklich sehr stark kolorierte Haut haben, weiß ich jetzt nicht, ob das passen würde. Müsste man ausprobieren, weil ich glaube, die Mädels haben es echt, echt schwer. Ja, die haben wunderschöne dunkle Haut, aber können halt im Normalgebrauch hier in Deutschland fast nichts finden. Können ja froh sein, wenn sie irgendwas von Make-up finden. Ich glaube, die Perfect Match von L'Oreal haben sie ja hier jetzt schon erweitert. Aber wie gesagt, die Bronzer sind für mich der Hammer. Also ich finde die wunderschön. Wie gesagt, die wandern mal in ein First Impression beziehungsweise in ein Neuheitenvideo. Dann habe ich noch mitgenommen den Gold Waves Highlighter in der 02. Und zwar habe ich einen ganz coolen, extraartigen Ton rausgesucht. Und zwar ist das die 02. Das ist so ein Rosé-Mauve-farbener. Das ist jetzt kein normaler Highlighter. Das seht ihr auch hier. Der ist so, ich weiß nicht, ob ich den noch hier auftragen kann. Der ist enorm. Seht ihr das? Also der ist wirklich krass. Ich muss schauen, wie er sich auf meiner Haut verhält. Oh, meine ganze Haut glänzt heute. Seht ihr, wie krass der ist? Stier. Ich versau mein Make-up, macht nichts. Also auf jeden Fall ist es so ein Rosé-Farben, also ein Rosé-Mauve-farbener Highlighter. Ich werde definitiv testen, wie er sich auf meiner Haut macht, weil so eine Farbe fand ich halt so interessant, weil er einfach so, also wenn ihr den so blushig auftragt oder so, auf jeden Fall, ich glaube, dass der richtig, richtig schön ist. Und dann last but not least habe ich einen Blush mitgenommen. Also die Blushes waren, ich fand in dieser Kollektion nicht so gelungen, weil, wartet mal, ich habe nämlich von der letzten Arctic Holiday Collection, genau, habe ich nämlich auch zwei Blushes. Die sahen nämlich so aus, die waren richtig cool in so einem Kleeblatt-Silberoptik. Und zwar war das hier einmal Dreaming Coral. Könnt ihr das sehen? Das ist auch so ein gebackener. Und dann habe ich hier nochmal mitgenommen einen, den 01 Apricot. Und das ist natürlich für den Frühling natürlich auch eine tolle Sommerauswahl. Also tolle Sommer- und so Auswahl. Die habe ich auch schon hochgeräumt. Und jetzt habe ich nochmal einen mitgenommen, der heißt Coral Sunset.
Und Coral Sunset ist ein wunderschöner Korallton mit Goldreflexen drin. Wenn ihr den so, ich sag mal so, zusammentut, dann hat der einen unnormal schönen, seht ihr das? So einen ganz, ganz tollen korallischen Sheen. Das ist aber kein so ein matter Blush, das ist praktisch so ein Blush, den ihr komplett, also so auf zum Aufhübschen und Aufblaschen eurer Haut benutzen könnt. Und wie gesagt, das war jetzt mein Haul. Der ist schon ein bisschen durcheinander, aber weil ich habe halt wirklich, ihr müsst überlegen, ich bin jetzt von Stuttgart hochgelaufen, dann war ich beim DM, dann war ich in Ruhe beim TK Maxx, weil das kann man mit dem Magnet, weil der hat keinen Bock. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, bevor ich jetzt zu Hause bleibe und meinen freien Tag irgendwie verschwende, habe ich einfach gedacht, gehe ich alleine in die Stadt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Haul euch gefallen hat. Lasst mir gerne, gerne einen Daumen da freue ich mich. Und wie gesagt, vieles der Sachen, wie zum Beispiel jetzt diese Foil-Highlighter, sind wirklich unnormal schwer zu bekommen. Ich habe wirklich 6 DMs abgeklappert. Ich fand die so, so schön. Ich hoffe, dass, wie gesagt, ich euch das zeigen kann in einem Neuheitenvideo. Da werde ich alle Produkte mal durchtesten und so. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Videos euch gefallen, so kleinere Hauls, auch wenn sie mal durcheinander sind. Ich habe halt zum Beispiel nicht immer im Monat für 200 € DM-Haul für euch, weil so viel Zeug brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber so ein, sag ich mal, so ein random, total zufälligen Haul beim Vorbeilaufen, das habe ich zum Beispiel immer wieder für euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video morgen wieder, ihr Süßen.